Warum sollten wir darüber verwundert sein, dass Gott jetzt zu uns durch Mohammed spricht? Wer lehrte dich diese Namen? Diese Namen stehen im Koran. Ich kannte Mohammed schon, da war er noch ein Waisenkind und hütete Schafe. Und wir kannten Christus als Zimmermann. Was Christus sagt und was euer Mohammed sagt, gleich zwei Strahlen von derselben Lampe. Sie lügen dich an. Sie verleugnen Christus. Ihr betet drei Götter an, sagen sie. Vater, Sohn und Heiligen Geist. Was ist eure Meinung von Christus? Gott kann keinen Sohn haben, sagen sie. Christus ist nicht Gottes Sohn. Sprich nur von Christus. Wir sagen von Christus, was unser Prophet uns gelehrt hat. Dass Gott seinen Heiligen Geist in den Schoß einer Jungfrau sandte. Sie hieß Maria und empfing Christus, den Verkünder Gottes. Den Verkünder, sagt er, nicht den Sohn, nicht den Sohn. Was sagt euer Wunder, euer Koran, über die Geburt unseres lieben Herrn Jesus Christus? Darf ich die Worte berichten?
Der Unterschied zwischen uns und euch ist eine hauchdünne Linie. Nicht für einen Berg Goldes würde ich sie euch überlassen. Ihr mögt in Abessinien in Frieden leben, solange ihr es wünscht. Möge Gottes Segen auf euch ruhen, wenn ihr zurückkehrt.